Guten Morgen Leute, ich habe gerade mein Frühtraining vorbei. Jetzt geht's ab ins Trainingslager, aber ich habe nochmal eine neue Technikübung für euch. Und zwar geht es heute um die Verbesserung vom Brustschwimmen. Ich habe euch schon einige Technikübungen vorgestellt, gebt einfach mal ein. Brusttechnik verbessern, Dominik Franke, Brustschwimmen etc. Findet ihr auf jeden Fall was. Und wie gesagt, heute ein bisschen koordinativer Ansatz. Wie kann ich mein Brustschwimmen verbessern? Wie kann ich das Armzug-Beinschlag sensibilisieren? Und zwar teilen wir das Ganze heute einfach mal auf, aber nicht zwischen Armzug und Beinschlag, sondern wir teilen das einfach mal hier einmal linke Körperseite, einmal rechte Körperseite, dann noch diagonal und zum Ende machen wir einen Kreisschwimmen, also immer mit einem Arm, dann ein Bein, dann anderes Bein und wieder anderer Arm. Ich stelle euch das jetzt im Einzelnen vor. Was verbessert ihr damit? Ihr verbessert damit einfach den Abdruck der jeweiligen Seite. Ihr verstärkt das Gefühl. Ihr habt einfach einen höheren Abdruck da, durch das ihr euch durch das Fehlen der anderen Körperhälfte den Vortrieb wegnimmt, müsst ihr mit der anderen umso effektiver ziehen, dass ihr nach vorne kommt. Ich fange jetzt einfach mal an mit einer Bahn linke Körperseite und zurück eine Bahn rechte Körperseite. Also, damit ist jetzt nicht zu spaßen, das ist anstrengender als es aussieht. Vor allem muss man immer explizit darauf achten, dass ihr zum Beispiel im Armzug hier unten keine Pause macht. Ich habe es gerade bei mir gemerkt, ich hatte sogar eine minimale Pause unten. Also achtet wirklich auf den sauberen technischen Ablauf, die technischen Knotenpunkte. Jetzt geht es weiter mit einer Bahn diagonal. Jetzt wird es nochmal koordinativ eine Spur heftiger. Achtet einfach, dass ihr die Körperteile, die nichts machen, einfach möglichst gerade, möglichst ruhig haltet, nicht unnötig rumzappeln und weiter geht's. So, und jetzt zu guter Letzt eine Bahn im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Legt euch auf eine Richtung fest und zieht es dann durch. Wundert euch auch nicht, wenn ihr kaum Vortrieb habt. Das ist einfach nur eine Übung, wo es wirklich nur auf den technischen Ablauf, auf das Wassergefühl und den Abdruck ankommt. So, das war's schon. Ich verabschiede mich jetzt mit Grüße an euch alle ab ins Trainingslager. Es geht 10 Tage nach Rumänien.
das Urlaubsparadies schlechthin. Und ich melde mich dann aus dem Trainingslager zurück. Bleibt fleißig und bis bald. Ciao, ciao.